Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Jawohl, ihr seht ihn. Der gute alte Fleetstar F270A. Jawohl, so. Ich habe leider keine Warnleuchte zum Aktivieren, aber ihr könnt trotzdem den Kanal abonnieren. Jawohl, aber wir können Allradantrieb aktivieren. Jawohl, das müssen wir mit dem machen. So, aber wir machen heute eine Aufgabe, die ich noch gefunden habe. Lustigerweise. Humanitäre Hilfe, Wasser. Jawohl, wir müssen Wasser liefern hier einmal zum Haus des Rangers und zum südwestlichen Nomadenlager. Hier stand ich nämlich noch mit dem KRS Bandit und dann habe ich dann nämlich den Bereich gesehen und dann habe ich die Quest angenommen. Ha, die habe ich nämlich komplett übersehen. Yes, es ist großartig, dich zu sehen. Dankeschön. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Der Motor des örtlichen Wassertransporters ist ausgefallen und uns geht das Wasser aus. Ohne Wasser sind wir in großen Schwierigkeiten. Würdest du uns helfen und Wasser vom örtlichen Wasserturm holen? Yes, machen wir. Jawohl. Und wie wir sehen, 750 brauchen wir und 900. Das ergibt zusammen 1650. Yes, das heißt, wir können das mit einer Tankladung hier machen. Und die Maus packe ich mal aus dem Weg. Jawohl, das können wir einmal mit einer Tankladung machen, denn die hat, glaube ich, 1800. Und wenn wir so einen Anhänger hätten, wäre das 2000. Also, das sollten wir mit dem Fleetstar alleine schaffen. So, und ich glaube, ich mache mal das nochmal aus. Und dann gucken wir mal, wie der so fährt, der gute Fleetstar, hier auf der Straße. Und ich habe ihn natürlich passend zum Tank weiß gemacht. Jawohl. Ich hätte ihn noch blau machen können. Das sah eigentlich auch ganz cool aus, das Blau-Weiß. Aber irgendwie wollte ich den in Weiß machen. Irgendwie mag ich den in Weiß. Ich habe sowieso gerade so ein bisschen so ein Fable für weiße Autos, habe ich das Gefühl. Oder für weiße Fahrzeuge. So, und ey, wir kommen eigentlich ganz gut voran hier, sogar ohne Allrad. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für Reifen wir hier drauf haben. Ich glaube, irgendwelche JAT... Sind das OHD oder sowas? OHD3 oder so? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, Offroad-Reifen. Ui, aber... Uhuhuhu, schön am Hin und Her driften. Das passt auch. Denn ich wollte euch nochmal erzählen, was ich nebenbei ein bisschen zockt. Und zwar habe ich wieder angefangen mit Asphalt. Falls das jemand von euch kennt, ist so ein Arcade Racer. So, ich glaube, ich muss mal Differentialsplitter anmachen. Lastengang. Ja, es geht nur langsam voran. Das heißt, wir benutzen hier den Baum, damit der uns ein bisschen hinten drückt. Und zwar mit der Winde hinten dann sozusagen nach vorne zieht. Und dann dementsprechend von hinten drückt. Jawohl. Ja, Achtung, cooler Truck. Jawohl. Den Gag mache ich immer wieder jetzt. Naja, egal. Ja, Asphalt. Achso. Automatik. Hochschalten. Da können wir auch in Haargang gehen, theoretisch. Bringt nur nicht so viel. Achso, wir sind übrigens auf dem Weg zum Dorf, weil da gibt es ja Wasser. beim Wasserturm. Deswegen, wir müssen hier lang. Ja, Haargang bietet sich hier leider nicht an mit dem Offroad-Getriebe, mit dem Fleetstar. Aber macht nichts. So, Alter, genau, können wir wieder ausmachen. Denn wir haben nur 240 Liter, aber wir haben auch gerade mal 13 verbraucht. Können aber trotzdem nochmal aufladen. Aufladen, auftanken. Genau. Asphalt. Ich habe es damals auf der Switch gezockt. Das war noch Asphalt 9 Legends damals. Und ich muss sagen, einer der coolsten Videospiel-Soundtracks. Mega cool auch zum Autofahren übrigens. Habe ich mir auch auf einen USB-Stick gezogen. Höre ich ab und zu mal beim Autofahren. Und sehr, sehr viele coole Lieder. Und das ist halt so ein, ja, Arcade Racer. Leider ist es halt einer von diesen, oder eins von diesen Spielen,
Das kann man kostenlos zocken, das ist natürlich cool. Das Blöde daran ist natürlich, es ist ein Free-to-Play-Game und man muss sich halt... Oder man muss nicht. Ich spiele es auch ohne, dass ich Geld reinstecke, aber man kann da halt sehr viel Geld reinstecken und dementsprechend ist es auch ein bisschen Pay-to-Win. Oder es ist Pay-to-Win. Ist halt wirklich so. So, 1,8 haben wir reingemacht hier. In den Tank. So, und dann fahren wir, glaube ich, hier nämlich hier links einfach weiter durchs Dorf. Weil wir müssen ja sowieso da zum Ranger. Ich glaube, da können wir auch hier einfach lang. Ich hoffe es jedenfalls. Ich glaube, ich gucke lieber nochmal auf die Karte. Genau, Wasser haben wir hier rausgeholt. Und dann können wir hier eigentlich weiter. Warte mal, wo ist denn das Haus des Rangers? Ach, da hinten erst. Ja, es könnte vielleicht knapp werden mit dem Tank, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Haben wir hier irgendwo noch was zum Auftanken? Weiß ich nicht. Zur Not müssen wir dann vielleicht nochmal hier einmal hinfahren und hier nochmal zur Tankstelle oder so. Weil sonst haben wir hier nichts, ne? Ah, das könnte vielleicht wirklich knapp werden, aber... Wir probieren es einfach aus. Wir versuchen mal so viel wie möglich ohne Allrad zu fahren. Ich meine, wir fahren sowieso dann die ganze Zeit auf dem Weg herum. Also sollte vielleicht gehen. Ansonsten könnten wir... ein Schild hat noch nie so viel Damage gemacht, glaube ich. Ansonsten hätte man sich auch noch überlegen können. Okay, wir fahren doch nicht auf dem Weg, wir fahren auf dem Rasen. Denn da kommen wir besser voran mit den Reifen als durch die Erde. So, genau. Was wollte ich denn jetzt sagen? Asphalt. Genau. Damals Asphalt 9 Legends. Soundtrack ist grandios. Leider ist es halt ein Pay-to-Win-Spiel. Weil man sich die Autos frei spielen kann und frei kaufen kann natürlich auch. Das funktioniert man, indem man so Booster-Packs kriegt, durch Rennen auch. Oder sich die halt kaufen kann. Und da braucht man eine gewisse Anzahl und dann spielt man Fahrzeug frei. Und dann, wenn man noch mehr kriegt, dann kann man es verbessern sozusagen. Und so weiter. Und es macht aber sehr viel Spaß. Das habe ich damals auf der Switch gezockt. Und ich hatte gelesen, dass es Crossplay gibt mittlerweile. Und mittlerweile heißt es auch Asphalt Legends Unite, glaube ich. Die haben es einfach umbenannt. Und dann jetzt auch auf PC und sowas rausgebracht. Ja, habe ich halt geguckt. Es gibt anscheinend Crossplay, Cross-Save-Funktionen. Ja. Nur nicht für die PlayStation 4, PlayStation 5 und nicht für die Switch. Yay. Und ich habe damals schon sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Ich weiß noch ganz genau, dass ich damals, als ich noch bei den Kranen gearbeitet habe, mit einem Kumpel, der hat mir immer Hotspot gemacht. Und dann habe ich Switch gezockt in der Nachtschicht, wenn nichts los war. Das war auf jeden Fall eine lustige Zeit. So, ich mach mal Allradantrieb an und auch Differentialsperre und Lastengang, damit wir hier ein bisschen besser durchkommen. Genau, und dann habe ich ziemlich viel gefarmt, gegrindet, was auch immer, was man sagen will dazu. Und dann habe ich nämlich, zu der Zeit gab es nämlich den Acura NSX, ich glaube 2017 ist das oder sowas, oder 2000, ja ich glaube den 2017 oder sowas, irgendwie so. Was übrigens einer meiner Lieblingswagen ist. So, nee, wir müssen hier leider... Oder kamen wir hier auch so dran vorbei? Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da lang zu fahren. Ach, wir fahren einfach den Weg hier lang. Ja, das sollte schon gut gehen. Ich glaube, das sollten wir trotzdem schaffen. So, 210 Liter, guck mal, 30 Liter haben wir jetzt verbraucht. Wir sind jetzt trotzdem noch im Allrad. Ich glaube, das sollten wir vielleicht doch schaffen.
ohne jetzt nochmal auftanken zu müssen. Genau, damals habe ich den ziemlich gefarmt und dann hatte ich den auch auf 2 Sterne auf jeden Fall, also 2 Verbesserungen oder auf 3 Sterne sogar. Ich weiß es nicht. Genau, Akuta NSX könnt ihr euch mal angucken. Akuta ist die andere Marke von Honda. Glaube ich doch, dass es Honda war. Ich glaube ja. Und genau, Lexus war Toyota. Ja, ich hatte sonst auch noch Toyota im Kopf, aber ich glaube, Lexus gehört zu Toyota und Akuta gehört zu Honda. Und der Akuta NSX ist halt, den finde ich super geil. Weiß ich nicht, irgendwie wie der aussieht und dann noch die Technik dahinter. Das ist ein Hybridfahrzeug anscheinend. Mit Verbrenner und noch zusätzlich 2 Elektromotoren, glaube ich, oder sowas. Und insgesamt kommt er dann irgendwie auf 500 PS oder so. Irgendwie so. Ist jetzt auch nicht so extrem viel für so einen Sportwagen, aber ich finde den super cool. Weiß ich nicht. Und den hatte ich im Spiel, oder den habe ich immer noch, auf meinem Save auf der Switch. Aber leider kann ich den auf dem PC dann nicht spielen. Das ist richtig ärgerlich. Aber ich will es halt auf dem PC spielen, weil es sieht ein bisschen besser aus. Läuft auch ein bisschen besser. Mit mehr Frames und so weiter. Und ja, ich habe keine Lust immer zum Zocken dann die Switch anzuklemmen und so weiter. Deswegen habe ich es jetzt einfach auf dem bei Steam auch nochmal runtergeladen und zock das mal zwischendurch. Macht eigentlich Fun, weil die Rennen, diese täglichen Rennen, die man auch machen kann und so weiter. Tägliche Herausforderungen und so. Ist halt ein Arcade Racer. Da kommt man so schnell rein und kann man eben kurz mal ein paar Runden spielen und jedes Rennen dauert so, ich würde sagen, allerhöchstens 2 Minuten. Aber meistens sind die wirklich unter einer Minute oder so. Es gibt auch einen Karrieremodus. Und da gibt es dann so ein bisschen so Herausforderungen fast schon. Und die sind zum Teil halt wirklich auch unter einer Minute. So, fahren wir jetzt da lang oder da lang? Da sind ein paar Bäume und so weiter. Ich weiß, dass wir schon mal hier rechts gefahren sind. Wie sieht das hier aus? Ja, ich glaube, da wirkt der Schlamm irgendwie ein bisschen tiefer. Wir fahren mal nochmal hier rechts lang. Ich glaube, das sollte gehen. Hoffentlich. Aber ich glaube schon. Ich mache mal auch schon Allrad an. Ist natürlich doof, dass hier die Brücke kaputt ist, aber ich meine, man könnte noch drüber fahren. Aber ich will es nicht riskieren, weil ich keine Lust habe, hier umzukippen. Vor allem mit so einem Tanklaster. So, hier sehen wir sogar noch die alten Spuren. Ich weiß gar nicht mehr, mit was wir durchgefahren sind. Und ob wir wirklich durchkommen. Ja, doch. Da vorne an dem Baum kommen wir jetzt auch schon. Jawohl. Sehr schön. Yes. Sehr gut. Puh. Dirt. Yes. Da habe ich ihn dreckig gemacht, den Fleetster. Naja, was soll's. So. Genau. Asphalt Legends Unite zocke ich jetzt ab und zu. Macht auf jeden Fall Laune. Ist mal was anderes. Ist auch mal ein Rennspiel, aber im Sinne halt von Arcade Racer. So, komme ich da vorne dran? Ja. Dann wollen wir doch auch lieber da dran. Die Frage ist nur, ob wir dann noch zu dem nächsten Strommasten kommen. Ich glaube, ich mache wieder den Trick, dass wir uns hinten dran machen mit der Winde. Und dann können wir auch ein bisschen weiter nach links lenken. Und dann kommen wir mit der Front vom Fahrzeug ein bisschen näher an den Masten da vorne. Aber er ist noch zu weit weg. Da vorne ist aber noch was. Jawohl, sehr gut. Diese umgekippten Bäume, die hatte ich ja auch schon mal öfter erzählt. Die hatte ich nie wirklich auf dem Schirm. Ich dachte immer, ach komm. Dann ziehst du die einfach nur weg oder an dich ran oder sowas und dann verschwinden die.
Aber ich muss sagen, die bieten manchmal echt gut Widerstand, dass man sich da dran festhalten kann mit der Winde. Und sich wirklich gut dran ziehen kann. So, wir hätten glaube ich auch... Naja, hätten wir da drüber fahren können? Ne, ich glaube nicht. Ich kann mir überlegen, ob ich mal Differentialsperre, Lastengang anmache. Lass mal vielleicht so versuchen. Nebenbei. Ja, es geht voran auf jeden Fall. Ist zwar langsam, aber können wir auch mal die schöne Landschaft hier genießen. Vor allem mit diesen... mit den ganzen kaputten Förderbändern und so weiter. So eine alten Industrieruin. Eigentlich verschandeln sie so ein bisschen die Natur, aber irgendwie mag ich das. Also nicht, dass sie die verschandeln, sondern ich mag so Ruinen, glaube ich. Einfach nur so Sachen erkunden und sowas. Da wären wir ja auch schon wieder bei Urbex oder wie das heißt. So. Aber das würde ich mich nicht trauen, glaube ich. Jedenfalls nicht alleine. So. Mann, der Weg ist aber auch echt fies. Und wir haben schon einen halben Tag verbraten hier. Ja, 150 Liter nur noch. Achso. Ja, da dieser Baum. Jetzt sind wir natürlich genau da gegen die Wurzeln gefahren. Ja, genau. So, jetzt geht es nämlich ein bisschen besser voran. Kommen wir da hinten vielleicht schon dran? Nee, noch nicht. Ja, ein bisschen hier, ein bisschen da. Gucken, wie weit... Ja, ist noch ein bisschen weit weg. Sehr gut. Yes, ansonsten habe ich noch gesehen, dass es jetzt auf der Gamescom, die war ja jetzt letzte Woche, einen Trailer gab für ein neues Spiel von Saber Interactive, so wie ich das gesehen habe. Ich habe es noch nicht ganz gesehen, ich habe nur die Werbung bei YouTube mal gesehen. Den Trailer muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, nochmal genauer. Aber anscheinend wollen die ein neues Spiel rausbringen, wo man auch so ein bisschen bauen kann. Roadcraft, glaube ich, heißt das. Und das sah schon ziemlich cool aus. Ich bin mal gespannt. Ich muss mir auf jeden Fall den Trailer mal angucken und vielleicht mal ein bisschen durchlesen, was es dazu für Neuigkeiten gibt. Aber das wird jetzt hier anscheinend auf der Gamescom einmal vorgestellt. So, wir machen mal all das aus. Gucken mal. Ah, 9,9 Liter. Er ist aber auch bergauf. So, und ich glaube, theoretisch, ja, ist schon das Schlimmste überstanden. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, 130 Liter. Wir haben jetzt für diese ganze Strecke fast die Hälfte vom Tank verbraucht. Also, ich glaube, das sollten wir schaffen. Und die Strecke war ja auch ein bisschen anstrengender. Also, war jetzt nicht nur einfach asphaltierte Straße. Also, ich glaube, das sollten wir hinkriegen. So. Genau, Roadcraft. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, so wie das aussah, kann man da auch irgendwie so Straßen bauen und so weiter und vielleicht auch irgendwie wieder was aufbauen und so. Muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall gab es Bagger und sowas auch. Also, ey, vielleicht gehen die wirklich so all in und man kann wirklich das, was wir uns schon hier gedacht haben bei SnowRunner, sehr oft. Also ich habe es mir auch schon öfter gedacht. Zum Beispiel allein schon diese Brücke, die wir da vorhin gesehen haben.
wo wir nicht drauf konnten, weil die ja so halb eingestürzt war. Sowas dann einfach abreißen und dann neu bauen können. Und die Straße auch, die da ja so abgerutscht ist oder unterspült wurde oder was auch immer, einfach das Loch wieder auffüllen mit Erde, Sand, Kies verdichten, Asphalt drüber und bäm, Straße ist repariert. Oder hier mal eine ordentliche Brücke hin oder sowas. Das wäre auf jeden Fall echt cool, wenn die einem so richtig krass viele Freiheiten lassen würden. So, ich fahre mal wieder hier links hoch. Auch wenn wir nochmal zurücksetzen müssen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es cooler ist, als hier diesen Weg zu fahren. So, was ist das? Genau, humanitäre Hilfe. Wasser. Das ist unser Auftrag. Jawohl, so. Na, Stank. Für den. Hat er hier auch einen Wasserturm? Ach, keine Ahnung, egal. Bäm, jawohl. Voll gemacht. Voll gemacht und toll gemacht. So, der Ranger ist zufrieden, hoffentlich. Er hat wieder Wasser. Und wir fahren hier gleich am Wasser entlang, glaube ich. Oder fahren wir zurück und auf der Straße lang? Aber wir müssen hier oben hin. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn wir wirklich von der Straße aus fahren würden. Und ich glaube auch sogar kürzer. Weil sonst müssen wir hier diesen kleinen Weg fahren und hier entlang. Oder komm, wir machen so einen Kompromiss. Wir fahren hier diesen Weg. Fahren den an die Straße. Fahren wir auftanken. Ja, dann müssten wir hier nochmal vorbei. Ja, weiß ich nicht. 112 Liter. Ja, vielleicht fahren wir nochmal tanken. Ich guck gleich nochmal. Wenn wir da hinten bei der Stadt sind, schauen wir einfach nochmal. Wir versuchen hier erstmal durchzukommen. Und dann nehmen wir mal den leichteren Weg. Ich meine, ich bin auch mit dem Fleetster unterwegs. Das ist kein richtig krasser Offroad-Truck. Auch wenn das ein bisschen kann, heißt es nicht, dass wir es überstrapazieren müssen und noch irgendwo festhängen oder sowas. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt nochmal irgendwie die Tatarin zu holen oder sowas, um den hier zu befreien. So, nice. Das alles ohne Allrad. Nicht schlecht. Also der Fleetster ist schon echt nice. Ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne. Und in Weiß ist er auch ziemlich nice. So, fahren wir hier über einen Stein. Liter. 103. Wir könnten nämlich eigentlich auch hier so links lang oder so, ne? Achso, na, das wäre der eigentliche Weg. Hier sieht es ein bisschen steinig aus, da sieht es auch steinig aus. Hier sieht es sehr schlammig aus, das ist das größere Problem. Ansonsten könnten wir hier auch diesen Weg lang fahren. Hier vielleicht über die Brücken und hier vielleicht hoch. Machen wir irgendwie so. So, und in der Zeit, genau, schalte ich nochmal auf nachmittags. Dann ist es nochmal ein bisschen heller. Ist für euch vielleicht ein bisschen angenehmer. Ui. Ja, ein bisschen eingegraben. Aber macht nichts. So, wo ist der Weg? Da vorne. Können wir hier abkürzen? Ich glaube, wir sind sonst auch immer hier lang gefahren. Und dann hier nach rechts. Aber wir können auch hier zwischen den Bäumen entlang. Jawohl, sehr gut. Die Birke können wir auf jeden Fall nicht umfahren.
Das weiß ich. Die Birken sind hier die besten Bäume im Spiel. Die halten nämlich immer. Auf jeden Fall. So. Okay, war vielleicht ein Fehler hier durch. Ah, was soll's. Das schaffen wir. Es sind auf jeden Fall genug Bäume auf dem Weg. Lastengang, Differentialspritte und Allradantrieb mussten wir auch noch aktivieren. Haben wir noch gar nicht. Also wir sind gerade eben die ganze Strecke ohne Allradantrieb gefahren. Auch mega cool. So, und das hier erinnert mich ein bisschen an Michigan. Den Fleetstar hier so zu sehen, mit diesen Bäumen und so. Ah! Hat schon Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Da vermisse ich Michigan ein bisschen. Das war so einfach da. Beziehungsweise ein paar Stellen gab es auch, die ein bisschen wilder waren. Vor allem für den Anfang vom Spiel, wenn man noch relativ unerfahren ist. Beziehungsweise das größte Problem ist ja, dass man am Anfang natürlich nicht ganz so krasse Trucks hat. So, ich mach mal Differentialsplitte aus. Ja, obwohl ich mach sie wieder an. Um hier einmal den Berg hochzukommen. Oder die Steigung. Ein Berg ist es ja nicht unbedingt. So, da vorne sehen wir auch schon das Nomadenlager. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. So, 20 Liter haben wir jetzt verbraten. War aber auch anstrengend. Machen wir Allradantrieb wieder aus. So, hier ist die zweite Brücke, wo wir drüber fahren. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, dass wir hier links hochfahren. Aber das können wir, glaube ich, knicken. Das sieht ein bisschen sehr holprig aus. So, und hier kommen wir vielleicht hier vorne hoch. Weil ansonsten müssen wir hier komplett rumfahren. Ah, eigentlich wollte ich ja keine Risiken eingehen, ne? Hm, sagte er. Vor, weiß nicht, 10 Minuten oder so. Aber hier ist so eine Schräge. Lastgang, Differentialsperre. Und Geheimwaffe. Einmal die Winde. So, dann sollten wir uns hier hochwinden können. Yes. Sehr gut. Na komm, das schaffst du auch. Sehr schön. Ein bisschen zurück. Achso. Einmal aus dem Lastengang, damit wir einfach so zurückfahren können. Jawohl. Sehr gut. Hier noch diesen Stein hoch. Hoffentlich. Jawohl. Jawohl. Alter Falter. Nice. So. Hier sieht es ein bisschen sehr holprig aus. Da müssen wir mal aufpassen, wie wir fahren. Hier über den Stein nach links. Weil das Lager ist ja da. Genau. Guck mal. Da haben wir noch 68 Liter. Und das sollten wir schaffen. Tipptopp. Pferdchen im Galopp. Sehr schön. Yes. Puh. Wir sind da mit dem Wasser. Jawohl. Hier, Wasser für euch. Mist, ich hab's einfach weggedrückt. Ah! Ärgerlich. Ah. Nun gut. Dann ist es so. Zeigt er jetzt immer an, wie viel wir da noch drin haben? Ist ein bisschen doof. Kann es nicht weggehen? Da kommt Wasser ablassen. Hä? Na gut, dann ist es so. Egal. Ach, ärgerlich. Jetzt habe ich das weggedrückt. Hm. Vielleicht habe ich ja irgendwie noch ein Frame davon oder was, aber dann kann ich es vielleicht einblenden. Muss ich im Schnitt mal gucken. Ansonsten werden die bestimmt nur gesagt, ja, ey, danke schön fürs Wasser.
Und Folgeauftrag gibt es ja anscheinend nicht. Na gut, dann machen wir nächstes Mal irgendwas anderes. Wahrscheinlich die vibroseismischen Untersuchungen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar und ein Abo. Dann geht's nächstes Mal weiter. Ich guck mal im Schnitt, ob ich da vielleicht einen Frame finde mit dem Text. Dann blende ich den ein. Ansonsten Mist. Bis zum nächsten Mal.